Fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Trenches. Ja, das letzte Mal haben wir erfahren, dass wir in einem Raum sind. Wow, wer hätte das gedacht? dass wir in einem Graben sind und wir werden jetzt von irgendwas verfolgt und müssen neuen Föten sammeln. Achso, ja, jetzt beginnt es. Okay. Nicht nur, dass der Typ immer mehr auf die Schliche kommt, sondern der Typ kriegt auch immer weiter Bilder in den Kopf gesetzt von den Sachen. Nein. Okay, man muss nur ab dem ersten Fötus beginnen. Ich hasse es. Die Frage ist, wenn ich den Fötus ignoriere und keine Föten sammle, ob das Ding mich verfolgt. Allerdings brauche ich ja diese neuen Föten. Um zu entkommen. Liebe dich. Ja. Okay. Ja.
ein bisschen. Keine Ahnung. Na, vielleicht ist es auch nur für mich so. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Vielleicht hängt auch für mich nur ein großes Programm, aber es geht trotzdem sauber. Sieht das gleich aus, entweder eine Sackgasse oder kommt. Und gleich. Ah, wahrscheinlich ist dieser No-Jumpscare-Mode wahrscheinlich dafür gemeint, dass es genau dafür gemeint. Und ich bewege meinen Mund nicht mehr. Finde ich geil. Man sieht sich gleich wieder. So, vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen von der Größe verändert und ja. Gut, immerhin. Bewege ich meinen Mund wieder. Oder wieder. Doch. Dieses Pfeifen geht mir echt auf den Sack. Ich habe das Spiel schon leise und dann geht es mir trotzdem noch auf den Sack. Es ist doch wohl echt ein Talent. Das war aber kein männliches Wein. Meine Güte. Da war die Holzdiele. Noch eine Holzdiele. Oh, eine sexy Frauenstatue. Und ich kann rausgucken. Ah, ich muss, glaube ich, gleich nochmal OBS starten, wenn es so bei denen so laggt, wie ich laggt ist. Ich weiß nicht, wie das Video wird. Sollte es genauso laggen wie für mich, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall. Solltet ihr mich erschrecken oder nicht? Ich weiß es nicht. Es war gruselig, dass sie auf einmal so vor mir stand. Was war denn das jetzt? Tu es. Just do it! Ja, aber weiß nicht. Ich meine, ich höre nicht mal mehr das Schreien der Babys. Das ist zum Glück, ist, wo ich nur sage, zum Glück. Denn das ging mir auch auf den Sack. Und ich höre das Pfeifen nicht mehr. Oh. Schön. Kann man meine Ruhe den Graben erkunden. Aber dieses. Okay, jetzt höre ich das Pfeifen wieder. Voller Schmerzen. Wahrscheinlich war das mal sein Kamerad. Oder sein Feind, den er umgerannt hat mit dem Bajonettklinge. Der Nebel ist auch nicht gerade hilfreich und auch nicht dieses Sonnenlicht. Ah Gott, ist das ekelhaft. Wenn das überhaupt Sonnenlicht sein soll. Tö, ja. Ich weiß gerade nicht, welche diese Aufnahme los ist. Ich bewege meinen Mund kaum. Meine die Select andauernd, zumindest für mich. Ah, da steht irgendwas nochmal. Unterstützt French. Ah, oh, warum nicht? Lass Support da. Und da ist wieder dieses Baby. Au! Hey.
Schade. Hätte klappen können. Dass ich das Ding angucke. Schließlich habe ich es gerade nicht angeguckt. Aber nachdem ich Fetus Nummer 2 gefunden habe, geht mir das sowieso auf den Sack. Und ich werde jetzt verfolgt. Ja. Immerhin konnte ich jetzt ein bisschen Graben erkunden. Ich höre keinen Schritt mehr hinter mir. Sehr gut, Schmendelus. Ah, das war ein Hase. Okay. Alter, warum kriegt man hier für jeden Scheiß einen Erfolg, für jeden Scheiß möchte gern Jumpscare? Da hinten knallt's. Aber wahrscheinlich auch noch eingebildet. Aber die Frage ist, wo ist hier jetzt irgendwo ein Ding, wo man sich reinstellen kann? So ein Versteck. Oder ein Bunker, wo man reingehen kann, um sich hinterm Bett zu verstecken. Hey, geh da rein. Ja. Guck mal, ich hab ne Idee. Ich will das Ding wissen, ob man das funktioniert. Drei Schritte. Ja? Okay. Sag mal, ist das, die Schritte kommt von oben. Also gefühlt. Schade, ich dachte, ich könnte es so anlocken. Mit der Pfeife und dann... Ja. Was denn für eine sterbende Kuh? Junge, dieses Geräusch. Ja, geil, Sackgassen für den Sieg. Nicht. Finde ich echt geil. Ertönt vor dem Ding. Okay, hier war der Fötus. Der erste Fötus. Da hinten höre ich es knallen. Da war dieses komische Ding. Ah, hier ist die Karte. Map heißt Karte. Kommen wir hier wahrscheinlich nicht mehr lebend raus. Finde ich echt Knorke. Ich habe die Sackgasse überlebt. Ja. Schon wieder. So, dann kommt diese Jumpscare jetzt immer, wenn ich hier hingehe. Sehe ich dann nochmal diese komische Lady?
Wind. Okay. Neues Bild. Das war so ein Mann, der eine Maske getragen hat. So. Da wollte mich jemand in der Kiste erschlagen. Oh no. Ich habe keine Schritte mehr. Sehr schön. Und da sind die wieder. Ah. Ich weiß, es ist die falsche Frage, aber... Oh. Ein Skelett. Lass mich das doch angucken. Du Hund. Meine liebe Mutter. Ich nutze diesen Moment, um ein paar Zeilen zu schreiben, um dich wissen zu lassen, dass... du die beste Mutter bist, die sich im Sohn nur wünschen kann und dass ich dich sehr vermisse. Das ist sad, man. Ich weiß nicht, was Franchise heißt. Das scheint aber ein richtiges Ding zu sein. Das ist sad. Armer Soldat. Jesus, das hat mich jetzt erschrocken, tatsächlich. Was war das für ein Kokolores, Alter? Jesus. Ah, der arme Soldat schreibt seiner toten Mutter. Aber wie kann... Wieso schreibt er über das? Nicht real? Fragezeichen? Ach, leck mich doch. Ich hasse es, wenn es alles gleich aussieht. Warum soll ich denn dieses Spiel spielen? Ah, ich habe keinen Stamina mehr. Das geht so doch nicht. Aber jetzt bin ich schon wieder... Nee, da ist schon wieder die nächste Leiche, die sich bewegt. Oder auch nicht. Aber warum chillst du da so? Das ist wirklich so... Mama, steht was hinter dir? Nö. Warum chillen die hier? Okay. Ein Soldat der Hoffnung hat, seine Töchter wiederzusehen. Und dann wurde er bei lebendigem Leibe verbrannt. Aber warum chillt er da so? Ah, traurig. Was war das für ein Kokolores? Oh ja. Dass ich Angst hätte, aber... Ja, das verstehe ich gerade nicht. Ach, ich muss etwas zum Cutten. Ach, da geht's weiter und ich muss irgendwas finden zum Cutten. Ja, leck mich doch. Um zum dritten Fötus zu kommen, muss ich jetzt auch noch eine scheiß Zange finden oder was. Ein Seitenschneider. Sehe ich aus wie Bob der Baumeister, der hier irgendwas machen muss. Bitte töte mich doch einfach. Das war eine Sackgasse. Gasse. Ja, leck mich doch.
ist es stehen geblieben oder ist es wieder weg? Das ist die Frage der Fragen, würde ich mal sagen. Warum guckst du noch da direkt? Ein Arm? Help, please. Need a hand. Dreckig. Bitte Hilfe. Need a hand. Man. Okay, das kam unerwartet. Da bin ich wirklich kurz. Jesus. Das war wirklich. Uiuiui. Kamerad. Hier bin ich. Okay, diesmal versucht mich keiner mit einer Kiste zu erschlagen. Verdammt eklig. Alles sieht gleich aus. Geh doch einfach aus dem Graben raus, Junge. Ja, ich kann das Whistlen benutzen, um das Baby mir anzuhören, aber ich will auch kein Baby schreien hören. Zumal ich glaube ich sowieso erstmal diesen Seitenschneider brauche, um Bock der Baumeister zu spielen. Oh, aber dieses. Oh. Dieses Pfeifen geht mir echt auf den Sack. Okay, da ist sie schon wieder. Die kommt tatsächlich immer wieder an derselben Stelle. Das heißt, ich war hier schon mal. Kamerad Joseph. Warum sind sie nicht in Uniform? Sollte das eine Drohung sein, dass ihr mir hier irgendwelche komischen Leute runterschmeißt? Nö. Nö, badubidu. Ein Geweih. Ohne D. Und mit H. Ein Eimerchen. Schön. Why do I crying? Da, hier war ich doch schon. War ich hier auch schon? Hangman. Feinde gefunden. Espionage, ready to hang. Irgendwas mit. Aber hinten der. Aber ich habe das Schaukeln auf jeden Fall gehört. Ah, da. Okay. Man wird hier nicht mal vernünftig getötet, das finde ich echt langweilig. Ich höre die ganze Zeit die Schritte, die nah sein sollen, und dann kommt nichts. Das scheinende Baby, die scheinenden Babys höre ich auch nicht mehr. Und dann sieht hier alles gleich aus. Ich kann nicht mehr. Ich kämpfe mal auf die Schritte zu. Lauf doch nicht an mir vorbei. Krieg der Kunst. Und
Warum eigentlich ist es sowas Unrealistisches? Und ich dachte, man könnte schon was Neues, Sinnvolles. Schade. Also das Spiel ist eigentlich ganz gut, finde ich. Bloß dieses Ding, was so viel Spaß macht, da so durch, auch wenn die Bilder und die Setting ganz gut ist. Aber wenn man von sowas verfolgt wird, ich weiß ja nicht. Ich hätte mir irgendwie lustiger vorgestellt, von was man verfolgt wird, also zumindest realistischer. Wegen Feinde so, dass es vielleicht deutsche Soldaten sind, aber nee. Aber mal gucken, ob noch eine Folge kommt oder ich was Neues starte. Wäre sonst ein ziemlich großes Projekt. Aber man soll ja das machen, auch ein Programm, ne? Sonst hängt das, schleift das auch. Auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Projekt. Part. Bis dahin. Hauen Sie rein, meine Freund. Tschüss.